Gute Laune trotz Auftaktpleite. Homburgs Trainer Danny Schwarz steht im ersten Heimspiel schon unter Druck. Seine Devise, nicht in Aktionismus verfallen. Deshalb auch nur ein Wechsel in der Startelf im Vergleich zum 1:4 in Trier. Heilig sitzt auf der Bank. Dafür soll Dombrovka die Defensive stabilisieren. Mit dabei auch Markus Mendler. In Trier musste der Kapitän wegen Knieproblemen schon in der ersten Hälfte raus. Ist rechtzeitig fit geworden. Rein ins Spiel, die Homburger in Grün von links nach rechts, 3. Minute. Der neue Außenverteidiger Dombrovka direkt mit einem cleveren Zuspiel auf Mendler. Der düpiert Award wie Grant, der Schuss aber mau. Mendler auch in dieser Spielzeit das Herzstück der Homburger Offensive. Es dauert 10 Minuten, bis die Kickers sich offensiv anmelden. Der lange Ball von Award wie Grant ist richtig fein. Auch Kalajdzic macht das gekonnt, bis auf den Abschluss. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte Homburg den Kickers den Aufstieg vermasselt. 3:0 hieß es damals im Waldstadion. Trainer Marco Wildersinn ist erst seit der Sommerpause dabei. Aber die Kickers haben noch eine Rechnung zu begleichen. Das spürt Schwarz und versucht, sein Team zu pushen. Gelingt aber nicht wirklich. Stuttgart bisher ohne zwingende Chancen, mittlerweile aber klar spielbestimmt. Und die Laune von Schwarz wird immer schlechter. Vor allem, weil gleiche Muster wie gegen Trier zu erkennen sind, gerade in der Abwehr. Kein Zugriff, viel zu große Abstände, die Kickers bisher nicht nutzen. Mitte der ersten Hälfte schnürt Stuttgart den FCH hinten ein. Mauersberger. Artistisch Kretschmer, Kalajdzic und nochmal Kretschmer dann im Nachfassen. Der Homburger Torhüter von seinen Vorderleuten ziemlich alleine gelassen in dieser Szene. Halbe Stunde gespielt. Homburg hat große Probleme, Chancen rauszuspielen. Steinmetz mal mit einer guten Idee. Mendler direkt in die Mitte. Nischalke wühlt gegen zwei Abwehrspieler. Nochmal Nischalke. Wow, und Glück für die Kickers. Der beste Homburger Angriff. Nischalke bisher kaum eingebunden ins Spiel. Allein gegen alle. Von seinem Schienbein sehen wir gleich, streift die Kugel dann knapp am Tor vorbei. Der Homburger Spielaufbau häufig fehlerbehaftet. Dombrovka völlig unbedrängt zum Gegner und die Kickers schalten blitzschnell um. Kiefer sieht die Lücke, in die Mauersberger startet. Starker Abschluss, 1:0 Stuttgart. Der Pass von Kiefer erstklassig, Mauersberger ganz entspannt, lässt Kretschmer keine Chance. Freude pur bei den mitgereisten Kickers-Fans. Tristesse hingegen in Grün-Weiß. Zur Pause liegen Danny Schwarz und seine Homburger verdient mit 0:1 hinten. Nach Wiederbeginn kommen Ristel und Hummel für Jansen und Suljic. Vor allem mit Hummel kommt neuer Schwung in die FCH-Offensive. Homburg jetzt etwas besser im Spiel. Gute Stunde gespielt. Und da ist Hummel gleich zum ersten Mal in Aktion. Schnappt sich den Abpraller, tankt sich durch und wird zu Fall gebracht. Minimal touchiert, Schiri Hilsberg pfeift Elfmeter. Ein eher glücklicher Pfiff. Der Kapitän tritt an. Mendler gegen Dornebusch. Mendler verzieht. Die große Ausgleichschance recht deutlich vergeben. Die zweite Halbzeit verläuft weitgehend ohne Highlights. 76. Minute. Dann ein exzellenter Ball von Koba auf Hummel. Der tänzelt durch den Kickers-Strafraum und der Ball trudelt rein. Ausgleich 1:1. Der Jubel zurückhaltend, sowohl auf dem Feld als auf der Tribüne. David Hummel mit toller Körperbeherrschung und dem letzten Biss dann zum Ausgleich trifft wie vergangene Woche als Joker. Zwei Minuten später. Der ebenfalls eingewechselte Kollmann, schneller als Award wie Grant, und der zieht die Notbremse. Keine Wahl für Schiedsrichter Hilsberg. Rote Karte. Award wie Grant war letzter Mann und das Foulspiel unstrittig.
Die Überzahl kann Homburg jedoch nicht wirklich nutzen. Am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1 mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Hat was gefehlt. Es hat diese gewisse Funke hat gefehlt in der ersten Halbzeit und das haben wir dann klar angesprochen in der zweiten Halbzeit, auch in der Halbzeitspause. Und ich glaube, die Wechsel haben uns Frische gebracht und in der zweiten Halbzeit war das ein anderes Bild. Dieses Bild müssen die ambitionierten Homburger jetzt möglichst schnell mal über die kompletten 90 Minuten zeigen. Ein Punkt aus zwei Spielen sind ein ziemlich durchwachsener Saisonstart.